Wenn du wissen möchtest, wie man Daten aus einem OLAP-Datenwürfel mit SQL exportieren kann, dann seh dir dieses Video an. Ich erkläre Schritt für Schritt, was du beachten musst und wie man das macht. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich bin nun im Managementstudio und die Aufgabenstellung ist es, die bestehende AdventureWorks Datenbank gezielt Daten abzufragen. Dazu erstelle ich eine Beispielauswertung. In diesem Fall wähle ich nun den Umsatz und die Stadt aus. Genau dieses Ergebnis bzw. diese Auswertung möchte ich nun mit SQL aus einem OLAP-Datenwürfel, in diesem Fall AdventureWorks, abfragen und die Möglichkeit haben zu speichern. Um das zu machen, bedienen wir uns der Funktion des Linked Servers und dem Befehl OpenQuery. Beginnen wir mit dem Linked Server. Der Linked Server ist eine Möglichkeit, eine Verbindung auf das OLAP-Datenmodell zu erstellen. Ich kann dieses im Bereich der Datenbank, im Bereich Server Objects, Linked Servers erstellen. Ich mache einen Rechtsklick und es öffnet sich ein neues Fenster. Hier gebe ich nun den Namen dieser Verbindungseinstellung an, in diesem Fall OLAP. Kann aber beliebiger Name sein und wähle nun Other Data Sources und muss den Provider angeben. Das gibt sozusagen den Hinweis oder die Auskunft, um welche Art von System es sich handelt bzw. Dienst. In diesem Fall wählen wir aus den Provider für Analysis Services, weil es sich um einen OLAP-Datenwürfel handelt. Ich wähle dieses aus. Anschließend gebe ich noch die Location an, Localhost, und den Namen der OLAP-Datenbank, in diesem Fall AdventureWorks. Ich bestätige mit OK und habe nun die Verbindungseinstellung erstellt. Nun kommen wir zum zweiten Schritt. Jetzt werde ich mit SQL über diese Verbindungseinstellung Daten abfragen. Dazu erstelle ich eine neue Abfrage und gebe folgenden SQL-Befehl ein: Select Stern from, und nun bediene ich mich dieser neuen Verbindungseinstellungen über das OpenQuery. Dieser Befehl erfordert im ersten Parameter den Namen der Verbindungseinstellungen, in diesem Fall OLAP, und im zweiten Bereich muss ich nun die Abfrage in MDX angeben. Diese Abfrage kann ich auch hier im Designer kopieren. Und füge diese nun hier ein. Nun kann ich jetzt die Abfrage ausführen und wie ihr seht, erhalte ich nun die Ergebnisse bzw. die Daten aus dem OLAP-Datenwürfel. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.